Sehr geehrte, wertgeschätzte, liebe Kinder. Auch die von euch, die noch in keinem Zirkus waren, werden wissen, was ein Clown ist. Erinnert ihr euch? Clowns, das sind Spaßmacher, die so bunt herausgeputzt sind, als ob das ganze Jahr über Maskenball wäre. Sie rennen im Zirkus immer hinter den dressierten Pferden her, wollen aufspringen, fallen in den Sand und überkugeln sich. Sie versuchen Zauberkunststücke, die natürlich nicht gelingen. Und weil die Clowns alles verkehrt machen, lachen sich die Zuschauer schief. Und nun stellt euch einmal vor, ein solcher Clown ginge eines schönen Tages aus dem Zirkus fort. Ohne einen Pfennig Geld und ohne dem Zirkusdirektor etwas davon zu sagen. In seinem scheckigen, völlig verrückten Anzug. Ohne etwas Richtiges gelernt zu haben. Ohne Koffer und Spazierstock. Ohne Eltern und reiche Verwandte. Er ginge ganz einfach aus dem Ort hinaus und wanderte die Landstraßen entlang und quer durch die rauschenden Wälder, bis er in eine kleine Stadt käme. Und dort stünde ein dicker Bäckermeister vor der Ladentür, der sähe den Clown des Wegs kommen und würde sagen, Nanu, was bist denn du für eine komische Figur? Ich, würde der Clown antworten, ich bin ein wandernder Bäckergeselle. Haben Sie vielleicht eine Stelle frei? Und nun stellt euch gar noch vor, der Bäckermeister engagierte den wandernden Clown tatsächlich als Bäckergesellen. Einen Kerl, der noch nie im Leben Teig gerührt oder Semmeln, geschweige Apfeltorte gebacken hat. Könnt ihr euch denken, was er anstellen würde? Unfug würde er anstellen. Nichts als lauter Unfug. Und wenn er genug Unfug angestellt hätte, dann würde ihn wahrscheinlich der brave, dicke Bäckermeister hinausfeuern. Und dann müsste er weiterwandern. Könnt ihr mir glauben, dass es so einen merkwürdigen Menschen gegeben hat? Nein, es hat ihn gegeben. Es ist freilich schon lange her. Im Mittelalter, vor 600 Jahren, gab es einen Zirkusclown, der durch Deutschland zog und wohin er auch kam, Unfug anstellte, bis es seinen Landsleuten schwarz vor den Augen wurde. Dieser Clown hieß Till Eulenspiegel. Und das Einzige, was er außer seinen Possen konnte, war das Seiltanzen. Doch er hatte keine Lust, im Zirkus und auf den Jahrmärkten aufzutreten. Er wollte nicht, dass die anderen über ihn lachten, sondern er wollte über die anderen lachen. Darum zog er in Deutschland von Ort zu Ort und überall, wohin er kam, ergriff er eiligst irgendeinen Beruf, von dem er nichts verstand. Er war nacheinander Bäcker, Schuster und Schneider, Turmbläser, Wahrsager und Arzt, Schmied, Koch und Pastor, Tischler, Fleischer, Heizer und Universitätsprofessor. Es gab kaum einen Beruf, den er nicht gelegentlich ausübte und keinen Beruf, den er verstand. So war Till Eulenspiegel nicht nur einer der größten Clowns, sondern bestimmt der eigenartigste, weil er eben nicht im Zirkus auftrat, sondern mitten im wirklichen Leben. Manche, die er auf diese Weise hineingelegt hatte, lachten hinterher und nahmen ihm seine Streiche nicht weiter übel. Das waren die Gescheitesten. Die meisten wurden aber schrecklich böse auf ihn und ruhten nicht eher, als bis sie sich gerächt hatten. Das war sehr dumm. Denn Eulenspiegel hatte ein gutes Gedächtnis. Nach Jahr und Tag tauchte er plötzlich wieder auf und verulgte sie, dass ihnen Hören und Sehen verging. Und immer lachte er als Letzter. Die Zahl der Geschichten, die man sich vom Eulenspiegel erzählt und die in alten Büchern berichtet werden, ist sehr groß. Drum will ich nur ein paar seiner seltsamen Abenteuer erzählen und, wie sich das gehört, mit dem ersten anfangen. Wie Eulenspiegel Turmbläser war. Einmal trat Till beim Grafen von Anhalt in Dienst. Der Graf hatte damals viele seiner Ritter und deren Knechte
im Bernburger Schloss versammelt, um die Bauern, die vor den Stadtmauern ihre Felder und Wiesen hatten, gegen die Überfälle der Raubritter zu verteidigen. Das war nötig geworden, denn die Raubritter brandschatzten die Dörfer und trieben den Bauern das Vieh fort. Eulenspiegel wurde auf dem höchsten Turm des Schlosses einquartiert und musste von dort aus Tag für Tag über das Land schauen. Sobald die Feinde kämen, sollte er auf einer Trompete Alarm blasen. In den Schlosshof konnte er übrigens auch hinunterblicken. Da sah er dann immer die Ritter und Knechte an langen Tischen sitzen und ununterbrochen essen und trinken. Und vor lauter Essen und Trinken vergaßen der Graf und die anderen, ihren Turmbläser Essen hinaufzuschicken. Und obwohl er rief, so laut er konnte, hörten sie ihn nicht, weil der Turm zu hoch war. Vom Turm herunterklettern durfte er auch nicht, da er dauernd ins Land schauen musste. Eines schönen Nachmittags sah er die Raubritter zu Pferde dahersprengen. Sie trieben die Viehherden vor der Stadt zusammen, steckten ein paar Scheunen in Brand und benahmen sich überhaupt sehr unfein. Eulenspiegel lag im Fenster und schaute ihnen gemütlich zu und die Trompete ließ er ruhig an der Wand hängen. Endlich kam einer der Bauern ins Schloss gerannt und erzählte dem Grafen von dem Überfall. Die Ritter holten hastig ihre Pferde aus dem Stall und jagten wieder Wind aus dem Tor, doch die Feinde waren samt dem gestohlenen Vieh schon über alle Berge. Als der Graf ins Schloss zurückkam, war er wütend. Er kletterte in voller Rüstung auf den Turm hinauf und sagte, »Warum zum Donnerwetter hast du nicht geblasen, als du die Feinde kommen sahst?« »Und warum«, fragte Eulenspiegel, »habt ihr mir nichts zu essen heraufgeschickt? Bevor man nicht gegessen hat, kann man nicht Trompete blasen.« Ein anderes Mal hatte der Graf einen Ausfall aus der Stadt gemacht und den Feinden ihr Vieh fortgetrieben. Das Vieh war ins Schloss gebracht und dutzendweise am Spieß gebraten worden. Und nun saßen wieder alle im Schlosshof drunten und aßen wie die Scheunendrescher. Till roch den Braten oben im Turm. Aber man vergaß den Wächter wieder einmal. Da nahm er kurz entschlossen die Trompete von der Wand, steckte sie durchs Fenster und blies Alarm. Der Graf und die Ritter ließen das Essen stehen und liegen, zogen ihre Panzer an und galoppierten zur Stadt hinaus. Kaum waren sie fort, rannte Till vom Turm, belud sich mit Kalbs- und Schweinebraten und anderen Esswaren, kletterte wieder auf den Turm und aß, bis ihm die Hose nicht mehr passte. Als der Graf zurückkehrte, war er wieder sehr wütend. Er stieg auf den Turm hinauf und sagte, »Bei dir ist wohl eine Schraube locker. Was fällt dir denn ein, Alarm zu blasen, wenn keine Feinde zu sehen sind, eh?« »Das macht der Hunger«, erwiderte Till. »Da fantasiert man wie im Fieber.« »Unsinn«, sagte der Graf, »wer Alarm bläst, wenn keine Feinde zu sehen sind und nicht bläst, wenn sie kommen, der ist kein Trompeter für mich.« Er bestellte einen anderen Mann zum Turmbläser und Eulenspiegel wurde Fußknecht, also Infanterist. Das war ihm gar nicht recht, denn als die Feinde wieder vor der Stadt erschienen, musste er mit zum Tor hinaus und kämpfen. Er ließ sich sehr viel Zeit und lief als letzter hinterdrein. Und als die Feinde in die Flucht geschlagen worden waren, rannte er als erster ins Schloss zurück. Das machte er beim nächsten und übernächsten Überfall ganz genauso, bis es allen, auch dem Grafen, auffiel. Und der Graf fragte, was das heißen solle. »Die Sache ist die«, sagte Till, »da ich als Turmbläser so wenig zu essen bekam, bin ich körperlich nicht auf der Höhe. Wenn ich wirklich die Energie aufbrächte, der Erste vorm Feind zu sein, müsste ich irrsinnig schnell zurückrennen, um als Erster wieder im Schloss zu sein und rasch zu essen. Und diese Rennerei würde meine Gesundheit nicht aushalten.« »Scher dich zum Teufel«, rief der Graf aufgebracht, »oder soll ich dich hängen lassen?« »Nein«, sagte Till, »auch das hielte meine Gesundheit nicht aus.« Und er schnürte sein Bündel und verließ Schloss und Stadt Bernburg, so schnell er konnte. Wie Eulenspiegel Eulen und Meerkatzen bug. Einmal kam Eulenspiegel auch nach Braunschweig
und suchte die Herberge zur Heimat, weil er dort übernachten wollte. Er fragte einen Bäcker, der vor seinem Laden stand, nach dem Weg. Der Bäcker beschrieb ihm genau, wie er gehen müsse und fragte noch, was bist du denn eigentlich? Ich, sagte Till, ich bin ein wandernder Bäckergeselle. Da freute sich der Bäcker, denn er brauchte gerade einen Gesellen. Und Eulenspiegel blieb für Lohn, Beköstigung und freies Logis in der Bäckerei. Weil nun der Meister selber mitunter in der Backstube arbeitete, fiel es ihm am ersten und zweiten Tag überhaupt nicht auf, dass Till vom Backen nicht mehr verstand als ein Ochse vom Klavierspielen. Doch am dritten Tage wollte sich der Meister früh am Abend schlafen legen. Vielleicht wollte er auch in den Gasthof zum Schwarzen Eber gehen und kegeln. Jedenfalls sagte er zu Till, heute Nacht musst du allein backen. Ich komme erst morgen früh wieder herunter. Ist recht, meinte Till. Aber was soll ich denn backen? Da hört sich ja Verschiedenes auf, rief der Meister. Du bist ein Bäckergeselle und fragst mich, was du backen sollst. Meinetwegen Eulen und Meerkatzen. Er hätte ebenso gut sagen können, Feilschen und junge Hunde. Und er sagte Eulen und Meerkatzen natürlich nur, weil er sich über die dumme Frage geärgert hatte. Aber als er fort war, rührte Eulenspiegel den Teig an und buk von 10 Uhr abends bis 3 Uhr früh tatsächlich lauter Eulen und Meerkatzen. Als der Meister am Morgen hereintrat, dachte er, er käme in den Zoo. Überall lagen und standen knusprig gebackene Tiere. Und er sah sich vergeblich nach Broten, Brötchen und Semmeln um. Da schlug er vor Wut mit der Faust auf den Tisch und rief, was hast du denn da gebacken? Das sehen Sie doch, sagte Till, Eulen und Meerkatzen, wie Sie es verlangt haben. Sind die Tiere nicht ähnlich? Ich habe mir furchtbar viel Mühe gegeben. Eulenspiegels Frechheit brachte den braven Mann vollends auf den Baum. Er packte ihn am Kragen, schüttelte ihn hin und her und brüllte, aus dem Haus, aber sofort, du Lump. Erst müssen Sie mich loslassen, sagte Till, sonst kann ich nicht weg. Der Meister ließ ihn los und Till wollte schleunigst auf und davon. Doch da hielt ihn der Bäcker noch einmal fest. Erst zahlst du mir den Teig, den du verhunzt hast. Nur wenn ich die lieben Tierchen mitnehmen darf, erwiderte Eulenspiegel. Wenn ich den Teig, aus dem sie gebacken sind, bezahle, gehören sie mir. Der Bäcker war einverstanden und nahm das Geld. Till aber verfrachtete seine Eulen und Meerkatzen in einem Tragkorb und zog damit ab. Am Nachmittag war auf dem Platze vor der Kirche großes Gedränge. Eulenspiegel stand mitten unter den Leuten und verkaufte seine Eulen und Meerkatzen Stück für Stück und verdiente großartig. Das sprach sich ihm nu herum, und als der Bäckermeister davon hörte, schloss er den Laden ab und rannte im Dauerlauf zur St. Niklaskirche. Der Kerl muss mir das Holz bezahlen, das er für das alberne Viehzeug verfeuert hat, rief er, während er durch die Gassen stürmte. Und eine Benutzungsgebühr für den Backofen. Und einsperren lasse ich ihn außerdem. Doch als er auf dem Platz ankam, war Till Eulenspiegel schon über alle Berge. Er hatte seine Eulen und Meerkatzen restlos abgesetzt. Und sogar den Korb, der dem Bäcker gehörte, hatte er für einen Taler verkauft. Und die Braunschweiger lachten noch jahrelang über den armen Bäckermeister. Wie Eulenspiegel einem Esel das Lesen beibrachte. Eine Zeit lang beschäftigte sich Eulenspiegel damit, dass er von Universität zu Universität zog, sich überall als Gelehrten ausgab und die Professoren und Studenten neckte. Er behauptete, alles zu wissen und zu können, und er beantwortete tatsächlich sämtliche Fragen, die sie ihm vorlegten. Bei dieser Gelegenheit kam er schließlich nach Erfurt. Die Erfurter Studenten und ihr Rektor hörten von seiner Ankunft und zerbrachen sich den Kopf, was für eine Aufgabe sie ihm stellen könnten. Denn so wie denen in Prag, sagten sie, soll es uns nicht ergehen. Er soll nicht uns, sondern wir wollen ihn hineinlegen. Endlich fiel ihnen etwas Passendes ein. Sie kauften einen Esel, bugsierten das störrische Tier in den Gasthof zum Turm, wo Eulenspiegel wohnte, und fragten, ob er sich zutraue,
dem Esel das Lesen beizubringen. Selbstverständlich, antwortete Till. Doch da so ein Esel ein dummes Tier ist, wird der Unterricht ziemlich lange dauern. Wie lange denn? Fragte der Rektor der Universität. Schätzungsweise 20 Jahre, meinte Till. Und hierbei dachte er sich, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Bis dahin stirbt vielleicht der Rektor, dann geht die Sache gut aus. Oder ich sterbe selber. Oder der Esel stirbt, denn das wäre das Beste. Der Rektor war mit den 20 Jahren einverstanden. Eulenspiegel verlangte 500 alte Groschen für seinen Unterricht. Man gab ihm einen Vorschuss und ließ ihn mit seinem vierbeinigen Schüler allein. Till brachte das Tier in den Stall. In die Futtergrippe legte er ein großes, altes Buch. Und zwischen die ersten Seiten des Buchs legte er Hafer. Das merkte sich der Esel. Und um den Hafer zu fressen, blätterte er mit dem Maul die Blätter des Buchs um. War kein Hafer mehr zu finden? Rief der Esel laut. Ja, ja! Das fand Eulenspiegel großartig. Und er übte es mit dem Esel wieder und wieder. Nach einer Woche ging Till zu dem Rektor und sagte, wollen Sie mich und meinen Schüler bei Gelegenheit einmal besuchen? Gern, meinte der Rektor, hat er denn schon was gelernt? Ein paar Buchstaben kann er bereits, erklärte Eulenspiegel. Und das ist ja für einen Esel und für eine Woche Unterricht allerhand. Schon am Nachmittag kam der Rektor mit den Professoren und Studenten in den Gasthof und Till führte sie in den Stall. Dann legte er ein Buch in die Krippe. Der Esel, der seit einem Tag kein Futter gekriegt hatte, blätterte hungrig die Seiten des Buchs um. Und da Eulenspiegel diesmal überhaupt keinen Hafer ins Buch gelegt hatte, schrie das Tier unaufhörlich und so laut es konnte, I-A, I-A, I-A. I und A kann er schon, wie Sie hören, sagte Eulenspiegel. Morgen beginne ich damit, ihm O und U beizubringen. Da gingen die Herren wütend fort. Der Rektor ärgerte sich so sehr, dass ihm bald darauf der Schlag trat und Till jagte den Esel aus dem Stall. Scher dich zu den anderen Erfurter Eseln, rief er ihm nach. Dann schnürte er sein Bündel und verließ die Stadt noch am selben Tage. Wie Eulenspiegel Milch aufkaufte. In Bremen rollte er einmal ein riesengroßes Fass auf den Wochenmarkt, stellte es dort auf und kaufte alle Milch, welche die Bäuerinnen aus den Dörfern zur Stadt gebracht hatten. Eine nach der anderen schüttete ihre Milch ins Fass und Till schrieb mit Kreide draußen an die Fasswand, wie viel Liter Milch ihm jede der Frauen verkauft hatte. Zum Schluss gab es auf dem Markt, außer in Tills großem Fass, keinen Tropfen Milch mehr. Die Wände des Fasses waren über und über mit Kreide beschrieben und das Fass war bis an den Rand hinauf voller Milch. Es hatten sich viele Leute versammelt, die sich wunderten, was Eulenspiegel wohl mit dieser Unmenge Milch anfangen wolle. Sie sollten sich aber über noch ganz andere Dinge wundern. Denn als das Fass voll war und die Marktfrauen ihr Geld verlangten, sagte Till, ich habe gerade kein Geld bei mir, aber in 14 Tagen komme ich wieder nach Bremen. Dann bezahle ich euch alles auf Heller und Pfennig. Da regten sich die Bäuerinnen furchtbar auf und riefen laut durcheinander. Und wenn er nicht sofort zahle, würden sie den Polizisten holen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, sagte Eulenspiegel. Ich mache euch einen Vorschlag. Wer die 14 Tage nicht warten will, kann ja seine Milch wieder aus dem Fass herausnehmen. Aber passt gut auf, dass keine von euch mehr herausnimmt, als sie hineingeschüttet hat. Nun erhob sich ein Geschrei, das im Rathaus drei Fensterscheiben zersprangen. Die Marktfrauen stürzten mit ihren Töpfen, Flaschen und Eimern übers Fass her, und weil jede zuerst heran wollte, entstand ein wildes Durcheinander. Man schlug sich mit den Eimern, die Milch spritzte hoch durch die Luft und auf die Kleider, und zu guter Letzt fiel auch noch das große Fass um und überschwemmte den ganzen Marktplatz. Es sah aus, als hätte es Milch geregnet. Die Marktfrauen fielen übereinander her, die Zuschauer lachten, bis sie Seitenstechen hatten. Und Eulenspiegel? Nun, das wisst ihr bestimmt schon auswendig. Wo war Eulenspiegel? Immer wenn er etwas angestellt hatte,
und die anderen ihn suchten, war er längst auf und davon. Wieder zog er nun über Berg und Tal, an Flüssen entlang und quer durch Wälder und Felder, bis er in irgendeinen Ort kam, wo er noch keinen Unfug getrieben hatte. Das holte er dann ganz rasch nach. War die Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erledigt, nahm er von neuem die Beine unter den Arm, verschwand und die Leute im Ort waren die Dummen. Till trieb das bis ins hohe Alter so. Und immer wieder entdeckte er ein Dorf oder eine Stadt, wo man auf ihn hereinfiel. Denn die Dummen, das war schon damals so, die sterben nicht aus. Wie Eulenspiegel auf dem Seil tanzte. Till war schon als Kind ein rechter Lausejunge. Er ärgerte die Kneidlinger, wo er konnte. Sie beschwerten sich jedes Mal bei den Eltern, aber meist war dem Bengel nichts nachzuweisen. Und der Vater zog ihm zwar dann die Hosen straff, weil er dachte, die Kneidlinger werden schon recht haben und es kann nichts schaden. Doch warum er den Jungen versohlte, wusste er eigentlich nie. Na, das ärgerte dann den kleinen Till und dann ärgerte er die Kneidlinger wieder und dann ärgerten sich die Kneidlinger noch mehr und zum Schluss bekam Till wieder Hiebe. Das wurde mit dem Vater mit der Zeit zu anstrengend. Er begann zu kränkeln und starb. Nun zog die Mutter mit dem Jungen aus Kneidlingen fort und in ihr Heimatdorf an der Saale. Till war mittlerweile 16 Jahre alt geworden und sollte einen Beruf ergreifen. Aber er dachte nicht im Traume dran. Stattdessen lernte er auf dem Wäscheseil, das auf dem Boden gezogen war, Seiltanzen. Wenn ihn die Mutter dabei erwischte, kletterte er schleunigst aus dem Bodenfenster und setzte sich aufs Dach. Dort wartete er dann, bis sie wieder gut war. Das Bodenfenster ging auf den Fluss hinaus und als Till das Seiltanzen einigermaßen konnte, spannte er das Seil vom Boden aus über die Saale hinweg zu dem Bodenfenster eines Hauses, das am anderen Ufer stand. Die Kinder, die das beobachtet hatten und die Nachbarn, die aus den Fenstern guckten, sperrten Mund und Nase auf, als Till das Seil betrat und langsam darauf balancierte, ohne herunterzufallen. An beiden Ufern versammelten sich die Leute und blickten in die Luft. Sie waren fast so gespannt wie das Seil. Schließlich wurde auch Eulenspiegels Mutter aufmerksam. Sie kletterte so schnell es ging zum Boden hinauf, schaute aus dem Fenster und schlug die Hände überm Kopf zusammen. Ihr Herr Sohn stand mitten überm Fluss auf ihrer Wäscheleine und machte Kunststückchen. Kurz entschlossen nahm sie das Kartoffelschälmesser aus der Schürzentasche und schnitt, ritsch, die Leine durch. Und Till, der nichts gemerkt hatte, fiel sozusagen aus allen Wolken. Er fiel aus den Wolken kerzengerade in den Fluss und musste, statt auf dem Seile zu tanzen, in der Saale baden. Die Kinder und die Nachbarn und überhaupt alle, die das mit angesehen hatten, lachten sich halb tot und ärgerten Till durch schadenfrohe Zurufe. Er krabbelte ans Ufer und tat, als hätte er nichts gehört. Doch im Stillen nahm er sich vor, ihnen ihre Schadenfreude einzuzahlen, wenn möglich mit Zinsen. Schon am nächsten Tag spannte er also sein Seil von neuem. Diesmal machte er es aber nicht am Bodenfenster der Mutter fest, denn er wollte nicht schon wieder baden, weil, wie es heißt, vom zu häufigen Baden die Haut dünn wird. Nein, er spannte das Seil zwischen zwei anderen Häusern aus, hoch in der Luft, aber so, dass Frau Eulenspiegel es nicht sehen konnte. Natürlich kamen die Kinder wieder angerannt und Bauern und Bäuerinnen kamen auch. Sie lachten und machten Witze über Till und fragten, ob er wieder vom Seil fallen wolle. Einige riefen, er müsse unbedingt herunterfallen, sonst mache ihnen die ganze Sache keinen Spaß. Eulenspiegel aber sagte, heute zeige ich euch etwas noch viel Schöneres.
Ihr müsst nur eure linken Schuhe ausziehen und sie mir aufs Seil geben. Sonst kann ich das Kunststück leider nicht machen. Erst wollten sie nicht recht, doch dann zog einer nach dem anderen seinen linken Stiefel aus und schließlich hatte Till 120 linke Schuhe vor sich liegen. Er knüpfte sie mit den Schnürsenkeln zusammen und kletterte, mit dem Stiefelberg beladen, aufs Seil hinauf. Unter ihnen standen 120 Zuschauer und jeder von ihnen hatte nur noch einen Schuh an. Eulenspiegel ging nun, vorsichtig balancierend, mit dem riesigen Schuhbündel Schritt für Schritt auf dem Seile vorwärts. Als er in der Mitte des Seils angekommen war, knüpfte er die Senkel auf und rief, aufgepasst! Und dann warf er die 120 Schuhe auf die Straße. Da habt ihr eure Pantinen wieder, rief er. Da lagen nun 120 Schuhe auf der Straße und drumherum standen 120 Leute, von denen jeder einen Schuh zu wenig anhatte. Und dann stürzten sie wie die Verrückten über die Schuhe her, jeder suchte den, der ihm gehörte, und bald war die schönste Prügelei im Gange. Man schlug sich und riss sich an den Haaren und wälzte sich brüllend auf der Straße. Es dauerte eine Stunde und 43 Minuten, bis jeder seinen linken Schuh wieder hatte. Aber wie die armen Leute aussahen. Sie hatten Beulen am Kopf und Löcher in den Hosen. 7 Zähne lagen auf der Straße. Und 19 Bauern und 11 Kinder konnten kaum nach Hause gehen, so humpelten sie. Alle aber schworen sie, Till Eulenspiegel kurz und klein zu prügeln, wenn sie ihn erwischten. Nur das mit dem Erwischen war schwierig. Denn Till ging ein Vierteljahr lang nicht vor die Tür. Er saß die ganze Zeit bei seiner Mutter im Haus und die freute sich und sagte, das ist recht, mein Sohn, endlich bist du vernünftig geworden. Die Ärmste. Wie Eulenspiegel die Kranken heilte. Es stimmt schon. Wer als Kind ein rechtes Radieschen war, wird als Erwachsener immer schlimmer. Noch dazu, wenn der Vater zu früh wegstirbt, so war es auch mit Till. Er trieb es von Jahr zu Jahr toller. Er wechselte die Berufe öfter als das Hemd und da er nirgends lange bleiben konnte, weil man ihn sonst verkehrt aufgehängt oder wenigstens halb totgeschlagen hätte, kannte er, kaum dass er 20 Jahre alt war, Deutschland wie seine Westentasche. So kam er auch nach Nürnberg. Und hier trieb er es ganz besonders bunt. Er klebte an die Kirchentüren und ans Rathausportal Plakate, auf denen er sich als Wunderdoktor ausgab. Es dauerte auch gar nicht lange, da kam der Verwalter vom Krankenhaus zum Heiligen Geist anspaziert und sagte, sehr geehrter Herr Doktor, in unserem Spital liegen so viele Kranke, dass ich mir nicht zu helfen weiß. Alle Betten sind belegt und das Geld reicht vorn und hinten nicht. Können Sie mir keinen Rat geben? Eulenspiegel kratzte sich hinterm Ohr und antwortete, doch, doch, lieber Mann, aber guter Rat ist teuer. Wie viel? Fragte der Verwalter. Und Eulenspiegel sagte, 200 Gulden. Zunächst blieb dem guten Mann die Luft weg und dann erkundigte er sich, was der Herr Dr. Eulenspiegel dafür leisten wolle. Dafür mache ich in einem einzigen Tag alle Kranken gesund, die im Hospital liegen. Wenn mir es nicht gelingen sollte, will ich keinen Pfennig haben. Ausgezeichnet, rief der Mann, nahm Eulenspiegel auf der Stelle mit ins Krankenhaus und sagte den Kranken, der neue Doktor wolle sie alle heilen, sie müssten sich nur genau nach seinen Vorschriften richten. Dann ging er ins Verwaltungsbüro und wies Till mit den Kranken allein. Eulenspiegel ging langsam von Bett zu Bett und unterhielt sich mit den Leuten. Er sprach sehr leise und geheimnisvoll mit jedem von ihnen und einem jeden sagte er das Gleiche. Ich will euch allen helfen, sagte er, dir mein Freund und den anderen auch, und ich weiß ein fabelhaftes Rezept. Ich muss einen von euch zu Pulver verbrennen. Dieses Pulver müsst ihr anderen dann einnehmen. Ich habe mir auch schon überlegt, wen von euch ich zu Pulver verbrennen werde.
den kränksten im Saal. Das wird das Beste sein. Meinst du nicht auch? Na also. Dann beugte er sich noch tiefer und fuhr noch leiser fort. In einer halben Stunde hole ich den Verwalter herauf. Er wird die Gesunden unter euch fortschicken. Es wird also gut sein, wenn du dich ein bisschen beeilst, mein Lieber. Denn den Letzten verbrenne ich leider zu Pulver. Die Sache willst. So ging er zu jedem und erzählte jedem das Gleiche. Dann holte er endlich den Verwalter nach oben und der Verwalter rief mit lauter Stimme, wer sich gesund fühlt, ist entlassen. In 3 Minuten war der Saal leer. Alle rannten oder humpelten so schnell sie nur konnten aus dem Krankenhaus hinaus. Solche Angst hatten sie. Es waren welche dabei, die seit 10 Jahren hier gelegen hatten. Der Verwalter war sprachlos. Er raste ins Büro und brachte Eulenspiegel 220 Gulden. Die streckte er ihm hin und sagte, 20 Gulden gebe ich Ihnen extra. Sie sind der beste Arzt der Welt. Stimmt, sagte Eulenspiegel. Damit meinte er den Geldbetrag. Er steckte ihn in die Tasche, empfahl sich und machte, dass er Nürnberg in den Rücken bekam. Schon am nächsten Tag kehrten alle Kranken ins Hospital zum Heiligen Geist zurück und legten sich wieder in ihre Betten. Der Verwalter war außer sich. Um alles in der Welt, rief er. Ich denke, er hat euch gesund gemacht. Da erzählten sie ihm, warum sie gestern davongelaufen waren und dass sich keiner habe zu Pulver verbrennen lassen wollen. Ich bin ein Esel, sagte der Verwalter. Der Lump hat mich betrogen und ich habe ihm sogar noch 20 Gulden mehr gegeben, als er verlangt hat.